Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Total War Warhammer 2 mit dem Imperium. Neue Aufnahmesession, man sieht es daran, ich habe ein anderes schwarzes T-Shirt an, ich kann einfach, weil ich letztes Mal anders habe, ich sage jetzt einfach mal. Und ja, was haben wir denn? Kurfürstliche Gier, während die Armee des Imperiators marschieren, treiben die Adligen untereinander Handel und beanspruchen große Landstücke für sich. Mensch, hier Konflikt. Gehen wir mal das Politische. Weil jetzt muss ich ganz kurz mich mal eben orientieren. Ich habe letztes Mal so viele Folgen aufgenommen, dass ich etwas Pause hatte dazwischen. War auch ganz gut, weil wir ja Anno hatten die Woche. Wir hatten Anthem öffentliche Demo nochmal. Dann gab es noch das ein oder andere angespielt von ganz, ganz interessanten Titeln. Oder kurz Let's Play. Deshalb jetzt mal gucken. Diplomatischer Status. Feindorientiert gegen die. Wo gesagt wurde, man kann die nicht besiegen. Dabei würde ich das gar nicht sagen. Mit den Waldelfen. Ich denke auch, die lassen mich erstmal in Ruhe. Das ist ja alles ein wenig isoliert. So, schauen wir mal einfach. Gab, glaube ich, nichts Großartiges zu produzieren. Ja. Vampire sind Feinde. Ja, Vampire sind Feinde einfach. I am a supreme patriarch. Bring me to my men. You summon me. I command here. Ja, da ist der Imperator drin. Yes. Summon the Elector Counts. Yes, to unite the provinces. Obwohl, lass mal die Freischäler rausnehmen. Dann nehmen wir nämlich die Reichsgarde hier rein, die zwei. Ready. Und du kannst zurückkehren nach Altdorf. By the Comet. Battle Wizard. So, da ist Nikolas. Weisenburg ist ja mit mir nicht im Kampf. Do not waste my potential. I'll ignore that. Ja, am besten wäre eigentlich, dass ich irgendwas rekrutiere, was die, was ist es nochmal? Die vampirische Korruption drücken würde. Who disturbs me? Battle Wizard. Na, in zwei Runden haben wir Schrein des Sigmas hier, dann können wir einen Kriegerpriester rekrutieren. Und den einsetzen dafür. Ja, du wirst eh keine Technologie stehlen. Du sollst nur da in die Richtung gehen. Ich wollte mal gucken, wie lange wir brauchen, um das vampirische Gebiet zu erreichen. Wir haben auf jeden Fall eine sehr fernkampfstarke Armee jetzt. Auch mit den Reitern. Sind die schon recht mächtig. Dank der Zusammenlegung mit der anderen Fraktion. Ich glaube, ohne diese Zusammenlegung zu einer Konföderation mit einer der Fraktionen der Menschen, kannst du nicht den Imperator bekommen. An irgendwie sowas war das gebunden, glaube ich.
Isabella von Karstein. Das sieht aus, wenn die nach Kemperbad will. Und ihr seid ja eh isoliert. Ich denke mal nicht, dass ihr, also dass die jetzt sich rüberbuddeln und uns angreifen. You are not welcome in my court, yet here you are. Ja. Ein paar Verbündete sind da, gut ist. So, Fehlschlag. So, wir haben auch einen Fehlschlag gehabt. Wachstum stimulieren, Verstärkung behindern, Spezialist. Hammer des Sigma, plus 26 Nahkampfangriff. Er ist ja in der Armee drin. Ah, die rennt auch rum mit einem Haufen Helden, sag ich mal, Nahkampfspezialisten. Die Isabella. Now. I will listen, but my time is short. Was verdienen wir im Handelsabkommen? 216. Do not waste my potential. Do not test me. You summon me. Ach, drauf geschissen. Ulrichs will. I shall be victorious. Ich brauch diese Gebäude. Nicht Gebäude, sondern ich brauch einfach diese Ländereien, die Provinzen von ihm. Wenn ich gegen die Vampire bestehen will, er ist kein direkter Handelspartner. Also doch, er ist ein Handelspartner, aber sonst nichts. Habt ihr alle Verbindungen zu ihm schon abgebrochen. Braucht irgendwo ja Geld. Da raube ich am besten ihn aus. Die meinen, das ist eine 50-50-Schlacht. Wenn wir gleich die unter Beschuss nehmen mit unseren Einheiten, werdet ihr mal sehen, was das für eine 50-50-Schlacht ist hier. Der wird nämlich ordentlich auseinandergenommen werden. Hellstorm! Mortar! Hellstorm Rocket Battery! Hand Gunners! Reichsguard Knights! Demigriff Knights! Bow before me! So, da haben wir sie alle. Ready, sir! For Heldenhammer! Ah, Moment, der Mortar soll da nicht hinschießen. Die Helden machen mal einen Angriff auf das Center. Upsala, geh nochmal zurück. Du nicht, mein Freund.
So, gleich bricht der erste zusammen. Und gegen die Kavallerie werden wir nicht viel ausrichten können. So, Mörser. Angriff auf die Schlawiner da unten. Mal kurz stoppen, dann wieder automatischer Angriff. Du gehst mal da oben drauf. Das Tor ist auch jetzt gleich mal irgendwann kaputt. Und zurück, Reiter. Upsala. Versucht so viel zu töten wie geht. Schicken wir die Helden mal nach oben. Erstmal, wenn er da durch das Loch schießt. Beziehungsweise durch das kaputte Tor. Da rennen so viele Schlawiner rum und ihr macht da gar nichts. Einfach drauf. Kommt noch den Rostfluch. Sehr schön. Runter auf 55 direkt. Und jetzt könnt ihr da reingehen. Hey, bleibt in dem Bereich drin, wo man im Splitter runterkommt. So, schwächen wir alle in der Umgebung. Und du denkst, du kannst, wenn du weit nach vorne gehst, die angreifen. Reichsguard! Sir! Ready!
Und ja, wir verlieren schon einiges an Truppen. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Da greift die Schützenreiter an. Da ist der auch tot. Die Mörser ziehen sich schon zurück. Und ich glaube, jetzt fliehen langsam aber sicher alle. Jetzt. Ach, hätte ich gar keinen Zauber mehr einsetzen müssen. Die Musketenschützen mal irgendwas erledigt. Muss mal ein bisschen umsetzen hier. Oh. Bandscheibe. Nein, meine Bandscheiben haben ein bisschen Verschleiß, wurde mir gesagt von meinem Arzt. Das wäre aber in dem Alter normal. I shall be victorious. So, jetzt haben wir die Provinz wenigstens wieder. Sehr schön. In einer Runde haben wir nämlich alles fertig dann erstmal. Öffentliche Ordnung stiften. Ne, das muss eigentlich nicht. Tödliche Klinge. Schwer zu treffen. Nahkampfabwehr, das höher bringen. Und Balthasar selbst hat auch noch ein Update. Quecksilber. Geld überflog schon so manches Schlachtfeld auf dem Rücken seines Pegasus. Pferdelungen, Auragröße des Anführers. Lehrmeister, Lehre des Metalls. Okay, da werden alle Kosten um 2 reduziert und die Abklingzeit um minus 25. Direktschaden in einem Bereich. Da kriege ich aber auch einiges an HP dazu, ne? Obwohl, warum verliert der dabei... Der verliert doch nicht die Zaubersprüche auf der Seite. Nee. Dann ist er gut. It is time. Hast du dich schon bewegt? Ja. Ich habe die Stabilität meiner eigenen Provinz beschädigt. Unverdorbenheit, öffentliche Ordnung plus 4, Steuersatz plus 5%. Machen wir Steuersatz plus 5%. Zurzeit verdienen wir 3.900.
Das sind 200 Münzen etwa mehr. Dank dieses Angriffs. Groß. Na, Isabella von Karstein bewegt sich wieder weg. Und ich denke mal, dass sie gleich bei Nuren stehen wird. Also, die will entweder Grünburg oder Nullen angreifen. Und... ja, es macht das Ganze nicht so einfach. Bewegt den Charakter in der südlicher Oblast. Und du denkst einfach nur so, what the fuck? Die Herzen eurer Feinde mit Furcht, o mächtiger Herr. Die Weisesten unter ihnen wissen, dass das Schicksal auf eurer Seite ist. Das habe ich vorausgesehen. So, 3004. Theoretisch könnte ich da die Schmiede aufbauen. Ah, Moment. Da hatten wir ja noch ihn. So, du kannst auch einen imperialen Pegasus haben. Da unten ist der Schrein fertig. Und wir bekommen halt ein wenig die vampirische Korruption gedrückt. Ja, wir müssen als nächstes die hohen Mauern bauen. Ich muss das Ding schützen. Yes. I will not. I am ready. Are you? Ach, sehr schön, da war schon einen der Fluchfürsten dann rausgeholt. Mit dem Agenten. Solange noch Städte von der Provinz in Hand der Vampire sind, werden die auch weiterhin ordentlich draufdrücken mit ihrer Vampirkorruption. Ach, Vampire sind so schlimm. Ich habe sie so gerne gespielt, weil sie echt schlimm sind. So, die Zwerge haben eine Konföderation gebildet. Ja. Wollen die direkt nach Altdorf gehen? Wäre natürlich schlecht, wenn die da angreifen. Das bleibt ja meine Hauptproduktionsstätte für Truppen. No.
Wolfgang von Strohle. I command here. Not likely. Was soll das denn für eine Armee sein? Do not waste my potential. Ridiculous. So, der kann in der Runde bei Grünburg sein. Ready. Das ist alles Kacke. Aber wie soll ich mich entscheiden? Helmut Feuerbach, okay, der ist eigentlich viel zu schwach. Wenn ich die direkt angreife, wird der Wolfgang nächste Runde mich angreifen. Obwohl... Na komm, auf offener Schlacht. Vor allem sind noch erschöpft vom Gewaltmarsch. Ach, zieh das mal rein. Das mache ich automatisch. Oh nein, wieso? Tut mir leid, das musst du automatisch machen, wegen dem starken Verhältnis. Ah, doof, der wurde auch im Kampf getötet dann. I am a supreme patriarch. Nee, brich mal die Belagerung ab. You summon me. I cannot. I am ready. Ich wünschte, wir können noch ein Stück weiter weg. I am innocent. Moving off. Not possible. Now. Hmm. The Amber Order. Minus 22. Darum muss ich jetzt auch nicht die Einheit angreifen. Geh mal runter nach Weisenburg. Speak thy words. Mein Gott, Stärke Rang 1. Diese schrecklichen Vampire. Am besten konföderieren sie sich noch. Ich kann heute nicht genug Kaffee trinken, ohne Witz. So eine Müdigkeit in meinen Knochen. Unglaublich. Und dann tue ich mir einmal an, den Super Bowl zu gucken. Und er ist super, super ernüchternd. Halbzeitshow Kacke. Ganzer Super Bowl Kacke. Ganzes Spiel irgendwo kacke. Wie soll man die Regeln lernen, wenn keine Punkte gemacht werden? Ja, jetzt haben sie eine Konföderation gebildet. Die Waldelfen. Ich hoffe, sie lassen mich dennoch in Ruhe. Ich mache ja nichts. Also ich handle ja aktiv nicht gegen sie. Also unser Ruf wird nicht schlechter werden. Er geht jetzt hoch zur Grimmfeste und wird die belagern.
ob hier alle gegen mich sind. Fast. Aber das ist ja eine Truppe aus, ich glaube, nur Speerkämpfern und sonst irgendwelchen Blödsinn. Ihr hängt jetzt im Reichland und plündert. Und wir müssen mit der Armee sowieso runter. In Richtung Weisenburg. Ach, die stimulieren auch nur Wachstum. Ich dachte, die würden helfen. Wie heißt das? Die Korruption zu verbreiten. Nicht zu verbreiten, sondern zu zerstören. Aber ich glaube, dazu brauchen wir die Hexenjäger. So, du nimmst auch mal das Schlachtross. Flagge landen. Flagell landen. Raserei unerschütterlich Zuschläger. Füllen wir damit auf. So, Tavernebau abgeschlossen. Ach, wegen der Rekrutierung. Wie viel brauche ich denn, um aufs Lager umzuwechseln? 50%. Dann können wir es erstmal mal sein lassen. Ja, ja, alles gut. Kann ich mir auch nichts leisten. Tja, können wir eigentlich die Runde schon wieder beenden. Und dann sehen wir uns nämlich morgen wieder, wenn es weitergeht mit Total War Warhammer 2. Mit dem Imperium. Bis dahin, tschüle und danke fürs Zuschauen. Euer Imperator.